Auf geht's. Ja, leider. Ich bin doof gewesen und hab die Schere. Ich hab nicht mal gewusst, was die Schere macht. Und was mache ich? Nein. Ohne irgendwie. Ansonsten lese ich neue Sachen immer nach. Und was mache ich diesmal? Ach, ich kack doch drauf. Ja, wir versuchen erstmal, dass die irgendwas abballern. Zur Sicherheit baller ich die ab. Ja. Könnt ihr dir mal irgendwie Ziel geben? Ja, genau. Bei dir reicht's mir. Nur bei denen fehlt links noch einiges. Und ich habe schon wieder lauter gemacht, ohne dass ich irgendwas wollte. Ohne lauter machen zu wollen. Wollte. Und du steckst in der Tür fest, das gefällt mir gar nicht. Komm, dahin, wo ich schieße. Macht es überhaupt Schaden, wenn ich so mache? Warte. Nein. Nur minimal. Okay. Gleich reicht's mir, Kleiner. Wieso willst du immer nur zu mir ballern? Ach, komm, verpiss dich. Also ich glaube, das war doch am Ende eine sehr, sehr schlechte Idee, Brimstone zu nehmen, diese Items überhaupt zu haben und sonstiger Kack. Zum Beispiel diese Goldtruhe. Yeah, wir kommen eh nicht dran. Ui, das war schön. Mach die Spinne kaputt. Ah, genau, hier hin. Hier hin? Nein. Nein! Da. Hier hin? Nein! Was macht ihr da für einen Kack? Nein, spinnst du. Hier hin. Ach, wie schießt der jetzt plötzlich dahinter? Das ist doch... Unsinn! Hier hin. Komm, brav. Ach, Mann, was seid ihr denn für Kackidioten? Kommt her, Kackidioten. Kommt her. Ja, sehr, sehr dumme Viecher seid ihr. Kommt, ich bewege mich extra für euch. Okay, da ist nichts. Mir reicht's. Und der Six ist aufgeladen. Der D6. Und wir brauchen jetzt einen Boss oder ein Goldraum. Ich hoffe, beim Bossraum gibt's etwas, was wir endlich mal eintauschen können. Der Husky. Ja. Kacke! Viel zu viele Gegner auf einmal. Boah, ich bin's nicht gewohnt, gegen den Husk zu kämpfen. Geschafft. Boah. Das war knapp. Die Spinne nervt auch. Zack. Ach, den kannst du erledigen. Stammzellen. Gerne doch. Und ab in den Teufelsraum. Nein, Krampus. Okay. Kann eigentlich das noch stärker werden? Kann man den Krampus sein Item mit dem D6 weghaben? Ich glaube nicht. Eine Überlegung wäre es wert. Und ich lasse mich hier die ganze Zeit treffen von dem Idioten namens Krampapause. Ja, Ruhe. Und noch ein Schuss und du bist tot. Danke. Für nochmal stärker sein, was mir eh nichts bringt. Oder bringt mir das überhaupt noch was? Nee, leider nicht. Leider nicht. Schaut das komisch aus, dieses komische schwarze Ding. Dieser Kohleklump natürlich. Ja. Spinnt ihr. Komm, ich habe jetzt leider keinen Bock auf euch und leider auch keinen Bock auf irgendeine Goldtruhe oder auf einen Schlüssel. Doch, auf den habe ich Bock. Um mir das hier jetzt aufmachen zu können, bitte sei da noch ein Schlüssel und ein paar Münzen drin. Oder ein paar Bomben. Ja, für mich auch kein Problem. Bomb hier auf. Cool, eh nix gewesen. Schön. Jetzt darf ich nicht die Truhe berühren.
Ach, da ist der Geheimraum. Passt, wir müssen nicht mehr nach ihm suchen. Haben ein paar Münzen. Pam. Okay, wir haben irgendwie Pech. Haben jetzt noch den Goldraum, den D6. Und ein paar Gegner, die ich nicht brauchen kann hier. Ach komm, mach ich das schneller. Mach ich's allein ja noch schneller. Ah, cool. Nett, nett. Nett. Und wir haben wieder ein paar Münzen. Oh, bitte sei was Gutes. Du bist nicht gut. Nein, du bist scheiße. Spider-Butt. Spider-Butt ist kacke. Beides Leertasten-Items, die mir jetzt gar nichts bringen. Klar, ich könnte damit den Supergeheimraum suchen mit dem Kamikaze-Scheiß. Aber warum müssen jetzt Leertasten-Items kommen? Oh. Wie mich das aufregt. Da werden wir das ja wirklich nie schaffen. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann mache ich gleich nochmal einen Run hinterher, würde ich sagen. Ja, spawn halt jetzt noch tausende Goldtruhen, die eh keiner braucht. Ja, das kannst du machen. Komm. Komm, ich zeig dir den Weg hierhin. Hierhin. Hallo. Ja. Ich mach dich aggressiv, du kleiner Pickel, du. Da, pam. Da siehst du, ich hab dich verletzt. Und wieder verletzt, ja. Haha. Schieß hier hin. Komm schon, Feigling. 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 Oh Mann, das kann ja Ewigkeiten dauern. Ich glaube, der wird uns niemals treffen. Tschüss. Da war auch nichts. Super. Jetzt noch eine einzige Münze, dann gehe ich sogar in den Shop rein. Oder zwei Münzen. Nein, zwei Münzen. Nein, eine Münze. Und zwei Räume noch, wo wir irgendwas machen können. Ach, kacke. Ach so, der lädt sich alle drei Räume auf. Okay, schön. Verdammt. Okay. Ach, wieder eine Bombe. Bitte sei hier irgendwo. Sei so gnädig und gib mir den supergeheimen Raum. Nein! Assi-Viech. Assi-Teil. Ich hoffe, dass in dieser Truhe jetzt ein Schlüssel und eine Münze drin ist. Bitte, 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 bitte. Ja, genau die zwei Sachen, die ich gebraucht habe. Wie cool. Ja, 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 die Münze hätte ich auch gebraucht, aber patsa, patsa, patsa. Nein! Warum tust du mir das an, Greed? Greed, was habe ich dir nur angetan, dass du mir das nur antust? Und noch eine dumme verkackte Truhe und einen dummen Steam Sale. Toll, bringt ja viel. Bin jetzt schon in der vierten Ebene und du gibst mir einen verdammten Steam Sale, was eigentlich nur noch für zwei Ebenen gut ist. Ach. Schau, aus Wut schiebe ich die Truhe jetzt in die Stacheln rein. Verrecke langsam, du Truhe. Verrecke. Jetzt will ich wenigstens noch einen Cube of Meat haben. Ja. Also so ein Super Meat Boy. Einen großen. Oh, cool, 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 cool. Nein, 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 nein. Das ist ein großer Fehler. Das braucht. Nein, 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 nein. Geh nicht kaputt, geh nicht kaputt. Komm hier hin. Nein. Verdammt. Ah. Mann, 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 Mann. Nie kann man irgendwas so ein Ding gebrauchen. Zack. Ach, danke. Ich habe vergessen, wenn man getroffen wird, dann soll man nicht sofort den Angriff loslassen, weil sonst kann man nicht angreifen. Noch eine neue Pille. Ja, bitte was Böses. Ach, Balls of Steel. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Komm, Balls of Steel. Wer braucht das schon? Ja. Ja, ein Herz. Wer braucht schon Herzen? Wenigstens den Boss haben wir gleich gefunden auf Anhieb.
Mach kaputt die Kacke. Ja, ein Schlüssel. Gut für den Shop oder was weiß ich noch was. Erstmal zum Boss. Oh, Gisch. Den gebrauchen wir jetzt auch nicht. Den können wir jetzt wirklich gar nicht gebrauchen. Den Gisch. Den Gischmaster 3000. Ja, was soll das? Nein. Böse. Aus! Was machst du da? Böse. Ich sagte aus. Hallo? Hört mir der überhaupt zu? Nein! Assi-Viech, du. Stirb, jetzt habe ich Little Gash. Und die Flecken sollen verschwinden? Danke. Juhu, jetzt haben wir zwei Schüsse immer um uns herum. Und so ein Item kann man leider auch nicht wechseln, also Little Gish weg. Kann man leider nicht machen. Ist auch gut, so hätte ich jetzt nicht gewechselt. Nee. Den Kampf gegen Isaac wäre da sehr hilfreich. Und ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, in den Goldraum reinzugehen, weil da eh wahrscheinlich immer noch Kacke drin ist. Oh, 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 das muss ich jetzt ausnutzen. Komm, komm, komm. Okay, da ist nichts. Kacke. Oh, und wir können sogar noch in den Shop rein. Wow, schön. Mal was Neues. Bitte noch ein Arcade Room, bitte. Ich habe ja so etwas nicht gerne. Also jetzt hat alles Mögliche auszugeben für nichts und wieder nichts. Ja. Schöne Bomben. Brauche ich jetzt nicht. Im Bücherraum. Nö. Im Bücherraum gehe ich jetzt gar nicht rein. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ich brauche endlich einen Goldraum. Oh Mann. Einen verkackten Goldraum brauche ich. Ah, und nicht verletzt zu werden brauche ich. Ist mir egal. Ach, Mann. Wie sehr weiß ich, dass wenn ich jetzt in den Shop reingehe, da kein Schlüssel drin sein wird? Zu wie viel Prozent ist da die Wahrscheinlichkeit? Wahrscheinlich jetzt 100. Weil es immer so ist. Immer wenn ich einen Schlüssel dann brauche, bekomme ich dann da keinen. Wieso bin ich jetzt nicht eigentlich in den Raum reingegangen? Ach, Fragen über Fragen. Und Fragen über Fragen. Und es wird schon langsam dunkel draußen. Ja, das ist der Winter. Was, wir haben Winter? Ja, Winter. Bitte ein paar Schlüssel. Ach, nicht drei bekackte Fliegen, nein. Jetzt gehe ich wahrscheinlich in den Raum links rein, da wo noch, wo auf der Karte noch unerkundet ist. Und dann wird oben... nein, dann wird... Doch, oben wird entweder der Shop oder der Goldraum sein und links davon wird auch genau das andere sein. Das wird genau jetzt so sein und nicht anders. Ja, okay, so ähnlich. Pam! Du bist tot. Schatirp, danke. Was? Immer noch so viele Räume. WTF. Oh Mann! Ja, WTF, ich will einen Schlüssel dann wenigstens von euch haben. Ihr Kackviecher, ihr. Ich sagte einen Schlüssel, nicht nichts. Na und jetzt bekloppte Köpfe. Eine Bombe. Klar doch. Den Geheimraum, her damit. Was bringt mir jetzt das Book of Belial? Wow. Das macht mich ja so stärker. Das kann ich auch ändern, aber dann kommt auch wieder nur ein Buch raus, glaube ich. Sicher mal so lassen. Ich habe ja noch Bomben. Ach komm, wo sind denn die? Die zwei Räume. Das kann doch nicht sein, dass die irgendwo im Nirgendwo sind. Zum Glück habe ich jetzt einen zweiten Schlüssel. Aber jetzt bitte, taucht auf. Nein, einer von denen wenigstens.
Wenigstens. Ich bin jetzt schon einer, der nicht mal seine Worte beendet. Das war jetzt Absicht, das war jetzt Absicht. Aber bitte in den Shop. Den Kompass. Kompass wäre hilfreich für... Für was wäre das jetzt hilfreich, ist jetzt die Frage. Wir nehmen mal die Pille. Range down, klar. Bringt mir jetzt ja so viel. Wir nehmen es einfach. Ich brauche so den Goldraum. Ach, da ist er ja. Nee, pö, kannst mich mal. Dadurch kriege ich nur 3 dumme Seelenherzen. Nee. Ghost Baby, noch einen dritten Begleiter. Schön. Hä? Ach ja, da. Cool, jetzt habe ich 3-fach Schuss. Schießt, meine kleinen Gebrüder, schießt. Und ich will jetzt zu dieser Maschine. Oder? Will ich? Nein, will ich nicht. Nein. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oder? Ich gehe doch zu der Maschine, aber ich bombe sie mir so frei, dass ich wenigstens versuche, dass da der Supergeheimraum ist. Und er ist nicht da. Dann können wir unsere Münzen auch hier verschwenden. Eine Telepill. Gut, behalten wir mal. Vielleicht bringt sie uns näher zum... Zum was weiß ich Raum. Zum... Zur nächsten Ebene, genau. Yes! Pretty Fly! Vielleicht kriegen wir jetzt die Dollarnote. Bringt uns ja jetzt auch sehr viel. Balls of Steel, her damit. Oder wir kommen in den Error Room rein. Oh, ein Schlüssel, ja. Nächste Ebene gibt es ja noch einen Goldraum, ansonsten nicht mehr. Kacke. Ach ja. Toll. Telepill, bring uns weg. Nein, sie bringt uns nicht näher, sie bringt uns noch weiter weg. Schön. Sie ist total nett zu uns, diese Telepill. Was mir aufgefallen ist, wir haben bis jetzt keinen einzigen Arcade Room gesehen. Normalerweise werden mir jetzt schon, wo ich offscreen immer gespielt habe, also nicht normale Runs, sondern Challenges gemacht habe. Entschuldigung, hab mich verschluckt. Da wären mir jetzt schon 2, 3 Arcade Rooms irgendwie in den Weg gekommen, aber jetzt hat noch gar nichts. Ah, und was ich noch, euch noch sagen wollte. Wenn man Brimstone auflädt und wenn man den Raum betritt und sofort loslässt, dann hat man immer noch den roten Schädel. Seht ihr? Ich kann jetzt schnipsen, klatschen. Au, mir ins Gesicht klatschen. Und jetzt habe ich den Controller wieder in die Hand und drücke nach rechts. Ohohoho. Ja, und ich sehe, ich überziehe mal wieder richtig dolle. Und ich sage mal, wir sehen uns im nächsten Part mit der nächsten Ebene. Und ja, tschüss Leute, RBB-Style.